Zuerst ist es der älteste Siedlungsbereich in Rom. Dann wurde es zu einer Festung ausgebaut und zum religiösen Zentrum der Stadt. Und schließlich erfolgte in der Neuzeit die Umgestaltung durch Michelangelo. Das ist das Kapitol. Nur wenige Orte in Rom haben eine solche Bedeutung über die verschiedenen Epochen der Geschichte erlebt. In unserem Video machen wir einen Rundgang über den Platz und zum Abschluss werfen wir noch einen Blick in ein römisches Mietshaus. Hallo und willkommen bei Arc Inside, dem Kanal für Architektur und Stadtgeschichte. Am besten suchst du dir einen ruhigen Platz und schaust dir die einzelnen Kapitel an. Anschließend empfiehlt sich durchaus noch ein Besuch der Kapitolinischen Museen. Steht man vor dem Hügel des Kapitols, kann man erahnen, warum die Römer gerade diesen zur Burg ausgebaut haben. Dort, wo heute die Kirche Santa Maria in Aracelli steht, erreicht der Hügel mit 46 Metern über dem Meer seine größte Höhe. Noch wichtiger war allerdings die besondere Form. Der Hügel wurde nämlich auf allen Seiten von steilen Abhängen begrenzt. Doch eigentlich besteht das Kapitol aus zwei Anhöhen. Dem südlichen Hügel, dem eigentlichen Kapitol mit dem Jupitertempel, dem Kapitolium, und gegenüber eine weitere Anhöhe, die Burg, lateinisch Arx. Hier stand der Tempel der Juno Moneta. Beide Tempel waren die wichtigsten Kultstätten Roms und zum Forum Romanum hin ausgerichtet. Zwischen den Hügeln befand sich eine Senke, das Asylum. Heute nimmt die Piazza del Campidoglio den Raum dieser Senke ein. Wobei sich die Orientierung der Gebäude seit der Antike gedreht hat. Die Aussicht zeigt jetzt nach Nordwesten, Richtung Vatikan. Auf der südlichen Anhöhe soll der Überlieferung nach der Gott Saturn eine Siedlung gegründet haben, wohl die älteste im Bereich der späteren Stadt. Bronzezeitliche Funde aus dem 14. und 13. Jahrhundert vor Christus bestätigen das hohe Alter der Besiedlung. Zu den wichtigsten Ereignissen in der Geschichte des Kapitols gehört zweifellos der Bau des Kapitolium, des Jupitertempels. Er war jedoch nicht nur Jupiter geweiht, sondern der sogenannten kapitolinischen Trias. Das ist die Dreiheit der Götter Jupiter, Juno und Minerva. Ein diesen drei Gottheiten geweihtes Heiligtum wird als Kapitol bezeichnet. In einem solchen Tempel waren drei Räume jeweils einer Gottheit zugeordnet und mit einem entsprechenden Kultbild versehen. Die linke Kammer war für Juno, die rechte Minerva reserviert. Jupiter wurde in der mittleren Halle verehrt. Solche Heiligtümer gab es in mehreren Städten des Römischen Reiches. Wir berichten zum Beispiel auch im Video von Pompeji von einem solchen Tempel auf dem dortigen Forum. Mit dem Bau hatte wohl der fünfte König Tarquinius Priscus begonnen und Tarquinius Superbus ihn dann fortgesetzt. Die Einweihung fand aber wohl erst mit Beginn der Republik, also um 500 vor Christus, statt. Als sakrales Zentrum Roms und damit des gesamten Römischen Reiches gewann das Kapitol auch politische Bedeutung. Der Amtsantritt der Konsuln wurde hier ebenso mit einem feierlichen Opfer begangen, wie der Abschluss der Triumphzüge, die auch regelmäßig zum Kapitol führten. Dort opferte dann der Feldherr am Altar des Jupiter. Reste des Tempels kann man vor allem im Kapitolinischen Museum sehen. Außer dem Hauptheiligtum befanden sich hier noch zwei weitere Tempel. Das Ganze war dann auch von einer Mauer eingefasst und nachts geschlossen, bewacht von scharfen Hunden. Nahe dem Haupttempel standen außerdem die Aedes Tensarum. Das war der Aufbewahrungsort für die silbernen und elfenbeinernen Festwagen, in denen Götterstatuen zu den Veranstaltungen in den Circus Maximus befördert wurden. Neben zahlreichen Altären für weitere Gottheiten zierten teils kolossale Statuen das Kapitol. Es waren wohl so viele, dass immer mal wieder entrümpelt werden musste. Das heißt, die Porträtstatuen und Siegesdenkmäler mussten weggeräumt oder an andere Orte versetzt werden. Ein weiterer wichtiger Ort ist der sich an der Südspitze des Kapitols befindliche Tarpeische Felsen, auf dem Todesurteile durch das Hinabstoßen des Verurteilten vollstreckt wurden. Am östlichen Ende befand sich das Tabularium, das Staatsarchiv des Reiches. Sein Name leitet sich ab von den bronzenen Täfelchen, Tabulae, auf denen Gesetze und Urkunden eingeritzt wurden. Die hat man hier archiviert. Es ist das noch am besten erhaltene Bauwerk des antiken Kapitols.
Auf seinen gewaltigen Überresten befindet sich der im 16. Jahrhundert errichtete Senatorenpalast. Die noch zu sehenden Halbbögen waren ein zum Forum hin offener Durchgang. Sie wurden im Mittelalter zugemauert und erst 1939 wieder geöffnet. In der Antike verbanden sie die beiden Hügelkuppen, sodass ein Übergang möglich war, ohne ins Tal des Asylum hinabsteigen zu müssen. Hier von seiner Vorderseite. Im Jahr 133 v. Chr. Wurde übrigens der berühmte Tiberius Gracchus im Tempelbereich getötet. Er hatte sich ja für eine Agrarreform eingesetzt, die den ärmeren Schichten Roms zu Ackerland verhelfen sollten. Die vermögende Elite war damit allerdings nicht einverstanden. Der Clivus Capitolinus war die einzige befahrbare Straße, die auf das Kapitol führte. Sie bildete die Fortsetzung der Via Sacra, die das Forum Romanum durchquerte. Auf der nördlichen der beiden Hügelkuppen, der Arx, hielten in der Frühzeit der Republik Wächter Ausschau nach herannahenden Feinden. Hier stand seit dem 4. Jahrhundert vor Christus der Tempel der Göttin Juno Moneta. Sie war die Gemahlin Jupiters und Schirmherrin der Stadt. Interessant ist, wie es zum Namenszusatz Moneta kam. Dazu gibt es verschiedene Überlieferungen. Eine davon berichtet, dass anlässlich eines großen Geldmangels die Römer den Rat der Göttin Juno befolgt hätten und dadurch wieder zu Einnahmen gekommen waren. Als Dank sei danach die Münzstätte beim Tempel angesiedelt und Juno der Beiname Moneta gegeben worden. So geht unser heutiger Begriff von Geld als Moneten auf diese Nähe zum Tempel zurück. Doch mit dem Tempel verbindet sich noch eine weitere Überlieferung. Und zwar geht es um den gescheiterten Angriff eines gallischen Heeres auf das Kapitol. Die Gallier hatten nämlich im Jahr 387 v. Chr. Rom überfallen und geplündert. Sie beschlossen nun, auch das befestigte Kapitol zu erobern. Also schlichen sie in der Nacht so leise den Pfad hinauf zur Burg, dass weder die Wächter noch die scharfen Hunde, die doch auf nächtliche Geräusche besonders empfindlich reagieren sollten, sie hörten. Nur die heiligen Gänse der Juno ließen sich nicht täuschen und fingen laut an zu schnattern. Das rettete die Besatzung, denn ihr Geschrei weckte die Wachen und die Angreifer konnten in die Flucht geschlagen werden. Was folgte, waren Verhandlungen und die Römer konnten die Gallier für den stolzen Preis von 1000 Pfund Gold zum Abzug bewegen. Der gallische Häuptling ließe sich aber nicht nehmen, die Römer noch ein weiteres Mal zu demütigen. Die Gewichte, mit denen das Gold nämlich gewogen wurde, waren falsch. Und als sich die Römer darüber beschwerten, warf der Gallier auch noch sein Schwert auf die Waage mit den berühmten Worten »Vae victis«, »Wehe den Besiegten«. Die wenig wachsamen Hunde wurden übrigens, so die Überlieferung, gekreuzigt. Gegenüber den Gänsen zeigte sich Rom hingegen dankbar. Fortan umfasste der römische Haushalt immer auch einen Posten für Gänsefutter. Auf der Arx befand sich auch das Auguraculum, ein kleiner Bezirk, von dem aus die Auguren die öffentlichen Vorzeichen deuteten. Es war baulich nur eine sehr einfache Einrichtung, eine kleine Hütte, die anscheinend regelmäßig erneuert wurde. Ein Augur war ja ein römischer Beamter, der zu ergründen hatte, ob ein vom Staat geplantes Unternehmen den Göttern genehm sei. Er verkündete den Götterwillen, indem er den Flug und das Geschrei der Vögel oder auch anderer Tiere deutete. Neben dem Tempel der Juno Moneta gab es auf der Arx noch weitere Heiligtümer. Vor allem orientalische Kulte haben Spuren hinterlassen. Mithras wurde hier ebenso verehrt wie die ägyptische Göttin Isis. Schauen wir jetzt, was in der Neuzeit von den antiken Gebäuden noch zu sehen ist. Nun, um es gleich vorwegzunehmen, nicht sehr viel. Schon allein in der Antike erlebte das Kapitol mehrere Brände und den nachfolgenden Wiederaufbau. Mit der Ausbreitung des Christentums und dem Verlust der Hauptstadtfunktion in der Spätantike verlor das Kapitol dann seine Bedeutung. Die großen Tempel verfielen. Und während des Mittelalters verkam das Kapitol zum Monte Caprino, zum Ziegenberg, gerade so wie das Forum Romanum zur Kuhweide wurde. Der älteste Bau, den wir hier auf dem Platz sehen, ist die Kirche Santa Maria in Aracelli. Sie steht an der Stelle des ehemaligen Tempels von Juno Moneta. Der erste historisch belegbare Kirchenbau geht auf das 6. Jahrhundert zurück. Ihre heutige Gestalt erhielt sie dann im 13. Jahrhundert.
In dieser Zeit kam es nicht nur durch die Kirche zu einer gewissen Reaktivierung des Hügels. Es gab dort wieder die politischen Institutionen der Konservatoren, einer Exekutive, und der Senatoren, der Judikative. Es gab auch eine Art Rathaus, doch mit dem Prunk, den sich andere italienische Städte für ihre politischen Gebäude in der damaligen Zeit leisteten, wie etwa Florenz, Mailand oder Venedig, konnte sich Rom nicht messen. So hatte der Renaissance-Künstler Michelangelo bei seiner Planung des Platzes und der Gebäude recht freie Hand. Das ganze Ensemble wendet sich nun ab vom einzigen Zentrum, dem Forum Romanum, hin zum neuen Zentrum, dem Vatikan. Er gestaltete den Platz als ein vielstrahliger Stern, das Universum, mit der Sonne und dem Kaiser in der Mitte. Michelangelo stellte damit das Selbstverständnis des antiken Rom dar: Caput Mundi, Haupt der Welt, mit dem Kaiser als zentraler Figur. Das Reiterstandbild zeigt den größten Philosophen unter den Kaisern, Marc Aurel. Es ist ein Glück, dass die antike Skulptur erhalten blieb. Alle anderen der 22 Reiterbildnisse auf dem Kapitol fielen der Metallgier des Mittelalters zum Opfer. Diese Statue überlebte aber nur, weil man sie fälschlicherweise für ein Bildnis des ersten christlichen Kaisers Konstantin hielt. Er hatte ja die Religionsfreiheit im gesamten Römischen Reich verkündet. Damit war fortan auch das Christentum vor Verfolgung geschützt. Hier auf dem Platz steht allerdings eine Kopie. Am Original im Kapitolinischen Museum lassen sich noch Spuren der einzigen Vergoldung erkennen. Der mit einer Lobschrift auf den Kaiser versehene Sockel, auf dem das Reiterstandbild steht, ist auch eine Kreation Michelangelos. Von ihm stammen auch die Treppen zum Senatorenpalast. Das Gebäude selbst wurde ja im 16. Jahrhundert auf den Resten des antiken Tabulariums errichtet. Es ist heute das Rathaus der Stadt. An den Treppen befindet sich ein Brunnen. In der Mitte mit einem Standbild der Roma. Sie symbolisiert als Göttin das antike Rom. Links und rechts lagern die Personifikationen des Nils und des Tibers. Auch die sanft ansteigende, eher rampenartige Treppe, über die wir das Kapitol bestiegen haben, die Cordonata, ist ein Werk Michelangelos. Sie wird ja von bemerkenswerten Figuren flankiert. Wenn man von unten kommt, geht man als erstes an zwei ägyptischen Löwen aus schwarzem Basalt vorbei, die schon in der Antike hier gestanden haben sollen. Es sind mittlerweile Kopien. Aus ihnen sprudelt heute das Wasser eines wiederhergestellten Aquädukts, das im 16. Jahrhundert wieder in Betrieb genommen wurde. 100 Jahre später waren die beiden Brunnen bei der stadtrömischen Bevölkerung besonders beliebt, weil sie bei Festlichkeiten statt Wasser roten und weißen Wein spendeten. Oben endet die Treppe zwischen den kolossalen antiken Plastiken von Castor und Pollux. Diese beiden Götterbrüder standen bei den Römern ja in hohem Ansehen. Für sie wurde auf dem Forum Romanum auch ein Tempel errichtet. Einer Sage zufolge hätten sie nämlich den verzweifelt kämpfenden Römern in einer aussichtslosen Schlacht zum Sieg verholfen. Die Römer hatten ja den letzten König, Tarquinius Superbus, vertrieben und daraufhin die Republik gegründet. Doch er verbündete sich mit den Etruskern und Latinern, um die Macht zurückzuerobern. Und während der Schlacht sollen plötzlich Castor und Pollux erschienen sein und den Römern zum Sieg verholfen haben. Die beiden Figurengruppen aus Marmor stammen auch noch aus der Antike und wurden im 16. Jahrhundert wiedergefunden. Für den Konservatorenpalast lieferte Michelangelo ebenfalls die Pläne. Der Palazzo Nuovo wurde dann im 17. Jahrhundert nach dem Vorbild des Konservatorenpalastes errichtet. Beide Häuser beherbergen die kapitolinischen Museen und sind durch einen unterirdischen Komplex miteinander verbunden. Zum Abschluss werfen wir noch einen Blick auf die Überreste eines typischen Mietshauses am Abhang unmittelbar neben der Treppe, die zu Santa Maria in Araceli hinaufführt. Es stammt aus dem 2. Jahrhundert nach Christus. Neben dem Erdgeschoss und einem niedrigen Zwischengeschoss sind drei weitere Stockwerke zu erkennen und für ein viertes sind Spuren vorhanden. Ob dieses dann auch schon das letzte war, ist unklar. Der deutlich erkennbare Glockenturm ist eine mittelalterliche Ergänzung. Hier ein Modell, das die typischen Merkmale eines solchen Hauses aufweist. Auf Straßenniveau gab es Läden,
die sich zu einem Hof hin öffneten und über direkte Verbindung zum darüberliegenden Zwischengeschoss verfügten. Man gelangte vom Ladeninnern mit einer hölzernen Treppe in diesen Wohnbereich. Die Zwischendecken aus Holz sind nicht erhalten. Möglicherweise dienten die Räume den Ladenbesitzern als Lagerräume oder Schlafstätten. Zu den Mietwohnungen in den Obergeschossen gehörten jeweils mehrere Räume, die immer kleiner werden, je höher man steigt. Desto ärmer waren auch seine Bewohner. Die Zahl der Bewohner dieses Komplexes wird auf etwa 380 geschätzt. Die Räume waren wenig mehr als Schlafstätten. Der Bewohner eines solchen Miethauses schrieb einmal: "Weder zum Nachdenken noch zum Ruhen ist in der Stadt Raum für die Armen. Das Leben verweigern einem des Morgens die Lehrer, des Nachts die Bäcker und die Hämmer der Schmiede den ganzen Tag." Tatsächlich waren die Gebäude mehr als das, was man heute hellhörig nennen würde. Und der Lärm der Straße konnte meist ungehindert durch die Fenster hereindringen, die bestenfalls über einen Fensterladen oder einen Vorhang verfügten. Die größte Gefahr für Leib und Leben der Bewohner bestand allerdings zweifelsohne darin, dass die oft billig gebauten und überbelegten Häuser einstürzten oder, schließlich wurde geheizt, gekocht und beleuchtet, niederbrannten. Beides kam oft genug vor. Marcus Licinius Crassus, der als reichster Mann seiner Zeit galt, hatte aus dieser allgegenwärtigen Gefahr ein offenbar sehr profitables Geschäftsmodell entwickelt. Es wird berichtet, dass er die Gefahren durch Feuer und Einsturz gut einschätzte und daher ein Heer von über 500 Bauarbeitern und Architekten hatte. Wenn nun ein Haus brannte, verhandelte er zuerst mit dem Eigentümer und dann auch gleich mit den Eigentümern der Nachbarhäuser. Und wenn man sich über den Preis einig war, ließ er seine Männer den Brand löschen. Damit sind wir am Ende unseres Rundgangs auf dem Kapitol angelangt. Weitere Videos zu Rom und anderen Städten findest du in der Infobox oder bei Arc Insight. Wenn dir das Video gefallen hat, freuen wir uns über ein Like, einen Kommentar und ein Abo unseres Kanals.